Ja, hallo, liebe Fans, SV Eintracht 305 zum zweiten Auskopfgeflüster heute, jetzt mal live aus Mechtersheim im Stadion. Neben mir den Thorsten Schlecht. Hallo Thorsten. Hallo Herrn. Vor Jahren Thorsten auf dem Zaun. Richtig. Ja, alle bekannt oder allen Älteren bekannt, die schon lange zur SVE gehen. Mal gerade philosophiert mit dem Rafi. Mhm. Aktuelle Situation, Verletzungspech etc. Wie siehst du das? Ja, wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass ich für heute rede und Antwort stehen darf. Ja, ich mache mir halt aufgrund der personellen Situation schon ein bisschen Gedanken, weil halt viele Leistungsträger und auch Unterschiedsspieler fehlen, das schon längere Zeit, wie mit Robin Garnier oder auch mit Gianluca Doro und jetzt auch Simon Maurer. Das sind natürlich schon Spieler, die wir schwer oder sehr schwer ersetzen können. Und dazu kommen ja auch noch Spieler wie Kevin Heinz, der jetzt auch leider länger ausfällt. Dann haben wir noch viele angeschlagene Spieler. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Gedanken, ob wir das halt bis zum Saisonende kompensieren können. Wir müssen einfach hoffen, dass nichts weiteres dazukommt, dass der eine oder andere Spieler zurückkommt. Und trotzdem ist die Mannschaft, glaube ich, noch immer stark genug, um auch hier in der Oberliga mit der richtigen Seriosität die Spiele anzugehen und dann halt auch unser Ziel zu erreichen. Sehe ich genauso. Mir machen auch die angeschlagenen Spieler sehr viel Sorgen. Auch die immer mehr werden oder immer wieder einer dazukommt. Und denke aber auch genauso wie du, wir haben genug Potenzial aus der berühmten zweiten Reihe, um das Ganze zu kompensieren. Aber mal schauen, Mechtersheim ist ja dann die beste Rückrundenmannschaft. Ja. Was die halt hier veranstalten. Ja. Ne? Obwohl wir ja jetzt quasi nochmal ein Heimspiel haben. Ja. Eigentlich ja immer in der Oberliga. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier sind, aber irgendwann, ob wir mit 400 Leuten hier sind. Das ist, kommt auf jeden Fall hin, ja. Und wie viel Mechtersheim, die werden hier 100 Leute haben, wie immer. Wie immer, richtig. Ja, was ist denn dein Tipp? Schwer. Also ich sag mal, wir gewinnen 3-1. Okay, wir haben eben im Bus 2-1 getippt. Wir hatten eine super Hinfahrt. Ja, die war schön. Stimmungsvoll. Sind mit zwei Bussen gefahren, hintereinander, nebeneinander. Nebeneinander, hintereinander. Genau. Die Ultras kamen mit dem Bus, noch etliche mit dem PKW. Ja. Also dementsprechend haben wir Heimspielatmosphäre. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das umsetzen tut nach dem Pokal aus. Wie sahst du mit Pokal aus? Ja, das hat schon sehr genagt. Ich muss sagen, also von Sonntag auf Montag habe ich sehr schlecht geschlafen. Ging mir genauso. Und so richtig verdaut habe ich es immer noch nicht, bin ich ganz ehrlich, weil es halt einfach auch für mich unfassbar ungerecht war, dass wir das Spiel verloren haben. Aber man hat halt nochmal, oder wir haben nochmal die Problematik gesehen, wenn man gegen Regionalligist spielt, da musst du deine Chancen nutzen, wobei der Torwart von Koblenz auch ein paar richtig gut gekippt hat, das kam auch dazu. Aber wir haben halt die Chancen nicht genutzt und dann war es wie letztes in der Regionalliga, der Gegner kommt einmal vors Tor. Meistens, wenn wir müde sind, ein bisschen unkonzentriert und dann klingelt es. Und das sind halt die Dinge, die wir in der Regionalliga sowieso abstellen müssen, auch in der Oberliga natürlich, wobei die Qualität da ja schon schwächer ist, aber in der Regionalliga müssen wir uns schon so aufstellen, dass, dass dann solche Sachen nicht passieren. Gut, mal eben davor gesprochen, auch schon privat, gerade mit Raffi noch über die, die körperliche Situation der Mannschaft, die dementsprechend, wo wir sagen, müsste ein bisschen körperlich präsenter sein. Aber ich denke mal, da werden die Verantwortlichen dann auch in der Pause oder jetzt vorher schon, wenn den Aufstieg feststeht, nachlegen. Mhm. Und dementsprechend Leute verpflichten. Ne? Genau, das ist auch auf jeden Fall absolut notwendig, weil du brauchst diese Körperlichkeit in der Regionalliga, um da auch einfach dagegen zu halten. Das ist, ist wichtig. Ja. Okay, dann macht man einfach hoffentlich. Ja, angespannt wie immer, wie vor jedem Spiel. Und vor jedem Spiel, egal gegen wen, immer mit Demut. Ist einfach so. Ja, ne? Auf jeden Fall. Weil nur so kannst du halt den Gegner, du musst den Gegner ernst nehmen. Ja. Weil sonst kannst du in die Hose gehen. Richtig. Ja, dann ist alles gesagt, ist angerichtet, bei bestem Fußballwetter. Das ist wunderbar, auf jeden Fall. Haben wir am Sonntag auch gehabt, aber mit negativen Erlebnissen. Ich hoffe, da war heute positiv erlebt. Richtig, und sogar kurzärmlich. Genau. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Na? Mich gefreut. Mich auch. Na? Alte Kyrophäe. Und ihr macht das richtig toll. Des Trierer Fußballs. Danke. Sehr gerne. Danke. Bis wann warst du im Zaun? Bis 2002. Verabschiedet wurde ich sozusagen gegen Alemannia Aachen. Ja. Und dann ist der Christoph am Zaun. Genau. Der das bis heute hervorragend macht. Genau. Ja, liebe Fans, dann zurück in die Funkhäuser. Eine Stadt, ein Verein, eine Liebe. Und hoffentlich mit einem Dreier nach dem Spiel. Ciao. Ciao.